High Protein, High Fat, High Carb, Massephase, Undercarb, RDA und BMI. Das sind die Dinge, mit denen wir uns in der westlichen Bevölkerung beschäftigen, wenn es um die Ernährung geht. In anderen Teilen der Welt gibt es nur die eine Frage. Wie bekomme ich was zu essen und verhungere nicht? Guten Morgen! Es wirkt schon fast etwas bizarr, wenn man sich dieser Gegensätze bewusst wird. Und dann auch die Vehemenz betrachtet, mit der der Großteil der Ernährungsstreiter für Recht und Unrecht diesbezüglich kämpfen. Wo wir hier über die Makronährstoffverteilung emotional diskutieren, sterben zum Beispiel in Südsudan täglich Kinder an Hunger. Sie sterben, weil sie nichts zu essen haben. 250.000 Kinder im Südsudan sind stark unter Ernährung und vom Hungertod betroffen. Also vom potenziellen Hungertod. Ich selber finde es auch total interessant, über Ernährung zu recherchieren und das neueste Wissen mir und euch zu präsentieren, in konstruktive Diskussionen zu gehen, neue Erfahrungen zu machen. Aber auch ich, da genau wie alle Menschen in der westlichen Welt der Gefahr des Tunnelblicks ausgesetzt ist, schaffe es, die Ernährungszusammensetzung emotional recht neutral zu betrachten und es als meine Erfahrung euch zu präsentieren und objektive, von der Wissenschaft gestützte Thesen in den Raum zu stellen. Aber alles immer relativ unemotional. Einfach, dass man wirklich auch, dass man sich gegenseitig befruchtet, ne, durch das Denken. Und bin immer der Meinung, lieber zu forschen und demütig sich anderen Sichtweisen zu stellen, anstatt wirklich auf etwas zu beharren. Man kann natürlich auch eine Meinung ausgehend von dem aktuellen Wissen, was man hat, darstellen, aber doch bitte nicht emotional, sondern einfach nur mit einem Lächeln auf dem Gesicht und auch zuhören, was der andere zu sagen hat. Das ist wichtig. Alles, was eine wirklich emotionale Relevanz auch haben sollte, das, und da diese eben auch katalysierend auf den menschlichen Geist wirkt, ist eben der Umstieg auf eine pflanzliche Ernährung. Denn genau wie im Südsudan die Kinder leiden und an Hunger sterben, so leiden und sterben die Tiere für unseren Appetit. Das ist dieselbe Qualität und sollte tatsächlich der Fokus der Menschheit sein, eben Leid zu verringern. Und wisst ihr, was das Brillante daran ist? Die Abschaffung des einen Leids hilft auch, das andere Leid zu besiegen. Wenn wir aufhören würden, Fleisch zu konsumieren, wäre schlagartig genug Essen da, um den Welthunger zu besiegen. Wisst ihr, wie viel Wasser in 1 Kilogramm Rindfleisch steckt? Also was man für 1 Kilogramm Rindfleisch an Wasser verbraucht? Das gilt für all die Ökos da draußen, die da sich immer ins Höschen pullern, wenn man mal einen Teller unter fließendem Wasser abwäscht oder jeden Tag badet statt duscht, ja, und dann anfangen einen zu erklären, ja, was für eine Wasserverschwendung das ist, aber sich dann ins Steak, Ökosteak, klar, Biosteak, ne? Braten sich ein Steak oder machen sich einen Hühnerfrikassee oder legen sie im Schinken aufs Brot. 1 Kilo Rindfleisch, liebe fleischfressende Ökos, verbraucht 70 bis 100 Wannen an Wasser. 1 Kilogramm. Also locker das, was Sonntag bei der Ökofamilie als Ökobraten auf den Tisch kommt. 1 Kilo Rindfleisch erzeugt genauso viel CO2-Emissionen wie ein Mittelklassewagen, der von Dortmund nach Barcelona fährt. 1 Kilo Rindfleisch. Was ihr am Sonntag in eurer Familie zubereitet. Also liebe Möchtegern Ökos, wenn ihr euren Sonntagsbraten auftischt, bedeutet das, dass ihr aus reiner Bequemlichkeit ohne Sinn und ohne Verstand 1600 km mit einem Auto rumfahrt und 100 Badewannen Wasser einfach wegkippt. Ne? Und auch das ist wieder Bewusstheit. Genau wie diese elend emotional geführten Diskussionen um die Nährstoffverteilung. Und man kann doch diskutieren. Und klar gibt es sicherlich ein Optimum. Und klar ist es auch interessant. Aber das ist ein Luxusproblem. Und man darf sich auch den Luxus gönnen. Ich bin absolut dafür. Und ich tue dies ja auch selber. Aber bitte lasst die Emotionen, die negativen Emotionen dabei raus. Ihr macht euch doch lächerlich dabei. Nehmt ihr Kinder ernst, die sich darum streiten, wer heute Indianer und wer Cowboy spielen darf? Und genau so kann ich keine Menschen wirklich ernst nehmen, die Pipi in den Augen bekommen, wenn ihre Nährstoffverteilung kritisiert wird. Es gibt reale Probleme auf der Welt und nicht nur den Welthunger, sondern auch die fehlende Liebe und die immer noch vorherrschende Meinung, dass wir andere Lebewesen verspeisen müssen. Dahin sollte die Kraft unserer Emotionen gehen. Gerade da diese drei Dinge auch miteinander eng verknüpft sind. Fehlende Liebe, Tiere, Essen und auch der Welthunger. Lasst uns mehr Mitgefühl entwickeln und unsere Liebe für andere fühlende Lebewesen kultivieren und
nur die Nahrung wirklich essen, die wir brauchen und nicht die Nahrung, die die Ressourcen auf dieser Erde verschwendet, sodass andere Menschen in weniger industrialisierten und privilegierten Gegenden an Hunger sterben. Das ist ganz einfach und wirklich für jeden intelligenten Menschen nachvollziehbar. Da gibt es kein Aber, nur Bequemlichkeit, Tradition und Selbstbelügen. So, und beim Thema vegan, gleich der Hinweis auf die Mission Vegan 5, die ist auch wieder ein Level höher gekraxelt. Die weltweit größte vegane kanalübergreifende Rezeptesammlung, wo es darum geht, immer eine Zutat wegzulassen und durch eine andere zu ergänzen, ist auf Level 34 angekommen. Der Lukas und sein kleiner Kanal Luvega hat Polenta mit Ofenkartoffeln und Möhrensalat gemacht. Eine High Carb Bombe. Sein Video und seinen Kanal findet ihr entweder hier, wenn ihr ein Handy oder ein Tablet habt und die Anmerkung nicht anklicken könnt und euch nicht erscheint, dann seht ihr das unten immer in der Infobox. Also heute das Video soll einfach mal dazu dienen, einen Schritt zurückzutreten und bei den ganzen emotionalen Diskussionen auf YouTube, wo es nur wo es um so relativ zum Welthunger gesehen geringe Probleme geht, einfach die Freude am Diskutieren und die Freude am Forschen in den Vordergrund zu stellen und nicht sich emotional negativ hineinzusteigern und andere zu beleidigen oder einfach nur respektlos aufzutreten. Habt Freude an den Informationen und erforscht die Welt, aber denkt immer daran, dass in diesem Teil der Erde wir extrem privilegiert sind. Das soll es für heute gewesen sein und ich wünsche Euch alles Gute, einen wunderschönen, bewussten Tag. Euer Christian. Tschüss.